Ihr lieben Wagen, wir schauen für euch ein bisschen Impuls, was ist jetzt wichtig, was ist nicht so wichtig, was funzt von alleine und woraus oder wie entsteht dann ein nächster Schritt. Es ist eine kleinere Legung, es soll einfach so zum Nachdenken anregen. Vielleicht auch so ein bisschen, wie was entstehen könnte und was man dann vom Endergebnis her wieder neu konstruieren kann. Ich habe es gleich. Ach, das war falsch. Sorry. So, ihr Lieben, ihr habt unten die Wege, ihr habt auch eine Zahl, und zwar habt ihr mit der 22 die Zahl 400. Die können wir reduzieren auf die 4, und bei der 4 kriegt ihr hier ein Zeichen, dass ihr vielleicht bei manchen Dingen Pläne überdenken solltet. Denkt an die 4 Mondphasen, die 4 Jahreszeiten, wo man immer so von Phase zu Phase geht. Und in dieser Zeit kriegst du hier einen Impuls, der dir vielleicht irgendwie hilft, eine Entscheidung zu treffen, während sich die nächste Phase rundet. Ne? Für die lieben Wagen haben wir hier als Ausgangspunkt etwas, das dir irgendwie einen Kampf, den du geführt hast, erleichtert. Denn deine Situation wird sich verbessern. Es kann hier ein Familienthema sein, es kann etwas sein, wo du unharmonisch, disharmonisch unterwegs warst. Und hier ist es jetzt Zeit, dass du im Jetzt, deshalb haben wir auch überdenken ein bisschen deine Situation, deine Möglichkeiten, nutze Chancen und Wege. Ja, erkunde, wo du was verändern kannst. Ne? Hier möchte sich etwas harmonischer gestalten als bisher. So, auf was musst du jetzt nicht so gucken, was funzt von alleine? Genesung, also auf das, dass du unterwegs bist und guckst, ach, wie kann ich was rehabilitieren, wo muss ich ein Trostpflästerchen, auf welchen Konflikt kleben, das musst du nicht. Du kannst ja auch deiner Intuition vertrauen. Du musst auch nicht reparieren oder so irgendetwas, ne? Und du brauchst dich nicht auf Konflikte konzentrieren, die du irgendwo hast, ne? Oder die sich dir von außen zeigen. Du brauchst dich auch nicht streitbar machen oder rumdiskutieren. Und was ist wichtig für die Wagen? Ja, für die Wagen ist wichtig, dass sie mal Fahrt aufnehmen. Dass sie kommunizieren, dass sie ihr Pferdchen in eine bestimmte Richtung lenken. Die Bereitschaft ist vorhanden. Sagt ja auch nicht, das wäre nicht so, es braucht irgendetwas noch Zeit, sondern du bist bereit, sei dir dessen bewusst, dass du Fahrt aufnehmen kannst. Und für dich ist Freundschaft ein Thema, das sehr wichtig ist im Moment. Menschen, mit denen du bestimmte Dinge teilst. Vielleicht möchtest du dich auch wieder öffnen für Freundschaften. Vielleicht mal auch einen Tag ausbrechen aus dem Alltag, um mehr Leichtigkeit auch zu erleben auf deinem Weg. So, wo kommen wir dann an?
da wo wir ankommen, darfst du nicht aufgeben. Ne? Also vielleicht ist es hier so, dass du versuchst, eine Möglichkeit zu finden, irgendwo auszubrechen. Aber ich sehe, dass du das vielleicht vermeiden willst. Also dieses an sich, einen Schritt zu machen, in Fahrt zu kommen, die Konsequenz dafür zu tragen, egal wie etwas aufgeht. Also glaub hier auch an dich und triff eine Entscheidung, auch wenn du dich unentschlossen fühlst. Hier kommt etwas von außen. Mit den Wegen hast du auch die klassische Entscheidungskarte, ne? Manchmal ist es so, dass man sich drum drückt und dann erhöht das Schicksal die Schlagzahl und macht dir das so unbequem, dass du dann doch reagieren musst. Hier mit den Blumen kommt eine Situation auf dich zu wie ein Geschenk, ja? Und du kannst jetzt entscheiden, ob du das Geschenk annimmst und dich dann noch mehr zum Aufblühen bringst. Oder ob du eben sagst, nein, ich triff die Entscheidung, dass ich gar nichts mache. Also es kommt auf deine Entscheidung an, wie es weitergeht. Und es kommt auch darauf an, dass du überhaupt eine Entscheidung, einen Weg, eine Option nutzt. So. Für die lieben Wagen haben wir den Rotkardinal. Wenn du Single bist, wird bald die Liebe zu dir finden. Falls du in einer Beziehung bist, wird die Leidenschaft wieder aufleben. Überprüfe hier deine eigene Treue und Integrität auch irgendwo, ne? Wie wichtig ist dir das? Wo gibt es vielleicht auch irgendwelche Mängel, die du so empfindest? In puncto Partnerschaft, Treue und Loyalität. Wo du vielleicht auch für dich sagen musst, das möchte ich so nicht mehr. Dann haben wir den Engel der Achtsamkeit für die Wagen. Der Engel der Achtsamkeit hilft dir dabei, im Augenblick zu leben und aufmerksam gegenüber den Dingen des Lebens zu sein. Das wäre ja das, ne, dieses Verschieben von Lösungen. Öffne dein Herz, achte ganz bewusst auf das, was du tust und was um dich herum geschieht und erkenne, was wirklich wichtig ist. Besinne dich dabei auf die wesentlichen Werte wie Liebe, Ehrlichkeit, Dankbarkeit, denn darauf begründet sich dein Wohlbefinden. Die Botschaft deines Engels, jeder Augenblick ist einzigartig, erlebe ihn bewusst. Also hier auch, ne, doppelt sich, erkunde mal deine Möglichkeiten. Mach dir bewusst, was wichtig ist in deinem Leben und was nicht. Und daraus entsteht dann auch die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. So. Komm in deine Kraft, also wende auch auf, was du brauchst und gib deinem Herzen einen Ruck. Ihr lieben Wagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch, bis bald.